wirklich ist. Dass Anarchie nur ein Traum ist, den man besser vergisst, weil es nicht funktioniert. Und weil der Mensch so ein Tier ist, das nur dann friedlich lebt, wenn es richtig pressierend ist. Und wenn jemand so denkt, dem erzählen wir drei die Geschichte von einem ganz besonderen Mann. Nestor Makhno und die Bewegung nannten sie Makhnovchina. Das Leben auf dem Land war hart, voller Entbehrung und Leid. Doch Nestor Makhno kam und hat die Unterdrückten befreit. Hat man zum Teufel gejagt und die Bauern zum ersten Mal nach ihrer Meinung gefragt. Autonome Selbstverwaltung und es hat funktioniert. Die Leute waren solidarisch, haben sich engagiert. Es funktioniert in der Tat, hat man nichts zu verlieren. Und ist verzweifelt genug, es einfach auszuprobieren. Nestor Makhnos ließen die Menschen hoffen. Man hat Räte gebildet und sich abgesprochen. In den Fabriken und Schulen hat man sich selbst verwaltet. Die althergebrachte Ordnung wurde abgeschaltet. Das Kapital und Despoten und hat sogar der Roten Armee die Stirn geboten. Die Partisanen bekämpften mutig jede Übermacht. Und Nestor ritt mit dem Säbel voran in die Stadt. Doch der Feind war zu mächtig, die Chancen waren nicht gleich. Ein paar tapfere Bauern gegen das Sowjetreich. Bündnisse wurden gebrochen und Nestor Makhno verraten und der Traum von Anarchie in der Ukraine begraben. Doch er ist immer entkommen, sie erwischten ihn nicht. Nestor Makhno, wir trinken auf dich. Na, Starovia!